Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Custom-Zombie-Map namens Waffenfabrik. Vorab muss ich euch ein Geständnis machen, und zwar habe ich diese Map gerade eben schon gespielt. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wo ich eher nicht weiterkam, und das erzähle ich euch dann gleich weiter. Als erstes seht ihr unsere Punkte, ja, ich sage mal so, die Sachen nicht nehmen. Ja, keine Ahnung, ist wahrscheinlich irgendein Fehler von den Entwicklern. Aber das kommt mir nur zugute, da kann ich euch die Map besser zeigen. Wir haben hier Strom. Dann habe ich mir hier Jagger geholt. Und dann seht ihr gleich, wo ich, ja, sag ich mal, nicht dran gestorben bin, aber wo es dran gescheitert hat. Und zwar haben wir hier. Haben wir erstmal die Kiste. Sind halt nur Black Ops 3 Waffen drin. Dann haben wir hier. Zack, können wir das für 1000. Wenn ihr hier runterfallt, war es das. Wir kommen hier nicht mehr raus. Und sind am Arsch. Deswegen würde ich nur einmal schnell hier hoch. Und Stamina abholen und danach punchen. Falls wir überhaupt zu weit kommen. Denn es gibt natürlich auch. Cool. Es gibt natürlich selbstverständlich auch ein Ende. Ein Easter Egg gibt es nicht. Es gibt nur einen Easter Egg Song. Na, wir können hier auch, nicht auch Waffen kaufen. Das ist ja eher uninteressant. Genau. Das war eigentlich schon so gut wie die ganze Map. Ist das nicht geil, die Map? So, und sonst haben wir jetzt hier das Ende. Ihr seht schon, ja. Wir haben das Spiel durchgespielt. Das ist, ja, ich weiß nicht, Leute, was das für eine Map ist. Scheiße. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen an die Kiste, punchen uns ein paar Waffen und dann sagen wir. Oh, nice. Gucken wir uns auch mal die Map ein bisschen an. Also die ist jetzt nicht groß. Hier ist auch nichts drinnen. Nichts in den Regalen irgendwie hier. An! Ist doch blöd, hier hochzukommen. So. Wir haben sogar ein scheiß Perk-Limit, Alter. Da haben wir Glück und kriegen einmal eine Wunderwaffe. Nein, kriegen wir nicht. Wir sind einfach Runde 2 und haben einfach alles. Ja, warum nicht? Also, geil. Aber wir haben auch andere Waffen, wie ich gerade gesehen habe. Aber eine Wunderwaffe werden wir hundertprozentig nicht bekommen, wie jedes beschissene Mal. Wirklich, auf jeder Map. Nice. Ich würde sagen, wir punchen uns einfach die zwei Waffen. Haben wir uns noch nie so großartig gepuncht, deswegen können wir uns hier einfach mal reinhauen und uns das gönnen. Es gibt auch kleine Sounds. Hört ihr das? Hört ihr diese Pack-a-Punch? Geil. Die Map wäre so oder so nicht schwierig gewesen, weil. Können wir die uns nochmal punchen? Punch muss die nochmal. Die FAL wird das mal so behalten. Der, wenn die gepuncht ist. Sertukov. Der hat gar keinen Plan. Einfach Spiel durchgespielt. Perfekt. Scheiß mal auf die Death Machine. Runde 4, perfekt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt alles dazu sagen soll.
Die Teddys funktionieren auch nicht. Die machen keinen Sound oder wenn man die so mit E oder whatever versucht, die zu aktivieren, geht nicht. Wie viel waren das? 25.000. Junge, Junge. Ein sehr, sehr kurzes Let's Play. Let's Play, sage ich schon. Ja, gut, könnte man meine Serie als Let's Play ansehen. Ich denke mal, ja. Sag einfach mal Let's Play. Let's Play, komische World War. Black Ops 3 Kasten-Zombie-Karten. Klingen die eigentlich? Die klingt Baba. Hunde. Hundi. In der Himmel so ein bisschen verbuggt. So, da wir jetzt durch sind mit der ganzen Map, uns die anzugucken, würde ich gerne nochmal ein, zwei Sachen einfach quatschen. Und zwar werden jetzt bald nach dem Video wahrscheinlich, kommt dann endlich mal, was ich mir schon so lange vorgenommen habe, ein Video über Battlefield 2042. Ich habe mir ein paar Clips, ja, sag ich mal, erspielt. Bin ja auch nicht so schlecht in dem Game, deswegen habe ich mich dazu überwunden, endlich mal das aufzunehmen. Da kommt dann demnächst ein weiteres Video. Und ich werde, da wir bis Februar auf Dead Island warten müssen, und ich nicht nur permanent Kasten-Zombie-Maps spielen will, werde ich denke schon anfangen mit Minecraft von Mods euch vorzustellen. Denn da gibt es so crazy shit. Macht eigentlich auch richtig viel Bock. Wenn wir da irgendwelche nuklearen Bomben oder so finden. Denke ich mal, wird das richtig lustig. Und ich will das auf jeden Fall auch so aufziehen, dass wir sagen, jedes Video ein neues. Also wir fangen. Warte, 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 warte. Ja, ich fange nochmal neu an. Wir holen uns eine neue Map, eine frische, mit random Seed. Und pro Video werde ich immer so ein Mod hinzufügen. Genau, und dann werde ich diese Welt auf der 1.19 spielen. Bis halt die 1.20 rauskommt. Und wenn die 1.20 dann rausgekommen ist, werde ich. Manchmal muss ich was konzentrieren. Dann werde ich die Map löschen und. Also, was ist löschen? Dann werde ich damit aufhören und dann wieder von der 21 neu anfangen. Und zwar immer, ich werde immer wieder wie hier bei den Kasten-Zombies Map immer die neuesten Karten spielen. Also dort dann halt die Maps. Gucken, wie das ankommt. Vielleicht könnt ihr mich überreden, One Block zu spielen oder sowas. Hätte ich eigentlich auch mal Bock, aber bin schon weit entfernt von, dass ich das, also, dass ich das spielen will, denn ich würde das gerne streamen. Wir haben alle Bären gefunden, nice. Und jetzt? Das war's geil. Alter, die Waffe macht ja. Hä? Die Waffe macht gar keinen Schaden. Junge, das wird so ein kurzes Spiel einfach. Ja, um nochmal das Thema zu streamen, zurückzukommen. Oh, wir hören Sound das erste Mal. Musik, Musik. Für mich, ich bin ja noch arbeitstätig nebenbei und deshalb lohnt sich es für mich einfach nicht zu streamen. Ich habe ja Schichten, früh und spät. Deswegen ich nicht. Habe ich immer nicht so Bock, wirklich zu streamen dann noch. Dann will ich eigentlich immer meine Ruhe haben. Aber umso mehr ihr reinliked und abonniert, desto eher kann ich dann anfangen mit Stream.
Aber bis dahin ist noch ganz, ganz weiter Weg. Ganz, ganz weit. Wir hören uns noch die Musik an, dann machen wir ja, Alter, Schicht im Platz. Alter, Junge, wie wirft denn die Granaten? Aber ich denke mal, das ist. Noch eher werden wir eine Zombie-Kasten-Map nicht durchspielen. Und 10 sind wir einfach, dann sind wir schon durch. Perfekt. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Geil, Digga, geil. Naja. Ich sage mal so, ich gebe der Karte eine 1 von 10. Also eigentlich. Eigentlich, nee, eine 0 von 10. Ja. Es hat sich immer jemand Mühe gegeben und das muss man Oma ein bisschen so anerkennen. Deshalb gebe ich der Map eine 1 von 10. Ja, Points waren zu viel. Sounds waren alle verbuggt. War halt ohne recht kleine Map. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Map findet von 1 bis 10. Und lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, dass ich nicht mehr arbeiten gehen muss.